Erstmal absorbieren. Jawohl. Auf geht's, Gagabor. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit, ja. Wir müssen nachher noch ins Rotlichtmilieu. So, jetzt lass mal schauen. Dem habe ich vorher nicht gesprochen, ne? Ja, der labert auch einen Bull, den wir nicht brauchen. Hier ist ein bisschen Wasser, da könnten wir nackt baden. Haben wir jetzt aber nicht die Zeit, also. Einfach mal woanders hin. Der Teich ist hübsch, das ist auch der aus dem Intro, ne? Ja, das ist echt schön. Wäre bloß toll, wenn man den auch aus derselben Vogelperspektive angucken könnte. Naja, macht nix. Ich würde sagen, ich gehe hier noch ein bisschen rum. Weil da unten finde ich nur Zickzacks. Hier oben könnte theoretisch mehr kommen. Vorher ist hier ein Wingull gekommen. Jetzt natürlich nicht. Ist auch so eine Begebenheit, die, wenn ich Pokémon spiele, meistens zutrifft. Ich gehe zum ersten Mal in ein Gras. Und gleich das erste Pokémon, was mir entgegenkommt, ist das seltenste Pokémon, was es in dem Gras gibt. Und das, wie gesagt, besiege ich dann meistens mit einem Volltreffer aus Versehen. Und dann kann ich es ewig lang nicht fangen, weil es nicht nochmal kommt. Gut, hier war es anders. Hier habe ich Wingull nicht mit einem Volltreffer besiegt, aber ja, ich habe es halt besiegt, weil ich keine Pokebälle hatte. Selbes Dilemma sozusagen, bloß andere Vorgehensweise. Komm schon, gib mir was Gescheites, was ich noch nicht habe. Ein Wumpel wäre mal fein. Ach, verdammt nochmal. Klumperte Mistviecher. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ein Wumpel vielleicht eine Weile lang im Team behalten würde. Kommt ganz drauf an, in was es sich entwickelt. Das muss ich dann erst nachschlagen, zwischendrin in den Aufnahmen. Weil Wumpel ist ja extrem schwierig, in das zu entwickeln, in das man es haben will. Es wird dann entweder ein Pudox oder ein Papinella. Und ich weiß nicht genau, liegt es am Angriff oder an der Verteidigung auf Leben. Auf jeden Fall liegt es an irgendeinem Statuswert. Und ich habe gerade schwer keine Ahnung, welcher das ist. Ach nö! Jetzt bitte gib mir doch mal was ich gebrauchen kann. Jetzt absorbieren würde ich erstmal eine Runde. Schauen, wie das läuft. Nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Bei weitem nicht so gut. Draufhauen. Es sieht lustigerweise immer noch wie der Pump-Move aus, aber warum ist es das so viel stärker als das letzte? Das Level 3 ist deswegen. Schied aber auch. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich durchgehend Absorber gemacht. Hätte sich dann wenigstens gelohnt. Naja. Ist auch in Ordnung so. Ha. Gehen wir mal in das Gras hier. Vielleicht gibt es ja hier einen Wingull. Ach nö. Das haben wir auch schon. Wahrscheinlich ist das das seltenste Pokémon im Gras, aber das haben wir vorher schon gehabt. Weil es uns vom Spiel aufgezwungen wurde. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben noch nicht nachgeschaut, welche seltene Attacke mein Pfiffchen hat. Na, so nicht. Donnerzahn! Donnerzahn ist gut für den Start. Das ist sehr gut. Da kann man viel mit anfangen. Egal, wir killen jetzt trotzdem weiter mit Gagabor. Lutsch ihn aus, Gagabor! Okay, fast. Gute KP. Jo, Tackle und so weiter, nicht wahr? Habe ich jetzt gerade irgendwie keine Lust drauf. Gut, das war nicht gut geplant. Ein einziges KP ist übrig geblieben, wie unpraktisch. Naja. Einfach nochmal einen Ruckzuckieb nachsetzen. Ich glaube, wir sollten Pfund noch eine Weile lang auskosten, solange wir es noch haben. Werde ich jetzt gleich mal ändern, dass das wieder die erste Attacke im Ganzen ist. Dann passiert das ganz automatisch. Komm her. Jawohl. Langsam gehen mir die Ideen aus, wo wir hingehen sollen. Theoretisch sollten wir bald mal weitergehen. Mir stinkt es halt, dass ich nichts in diesem Gras gefunden habe. Ein Pokémon noch. Das ist das letzte Versuch.
Ach! Ich verfalle jetzt eine wütende in wütende Mörderrage und kill jetzt einfach dieses Zickzacks. Einfach so. Bats! Ja, komm, mach weiter. Warte mal, Heuler macht meinen Pfund genauso schwach wie meinen Absorber. Also Absorber. Zumindest gegen Zickzacks ist es so. Jawoll! Das hat sich gelohnt. Dieser eine Kampf hat sich noch gelohnt. Ich möchte jetzt nicht an. Ich möchte eigentlich unbedingt mein Wort halten, aber. Jetzt mache ich noch einen Kampf und zwar einfach aus diesem Grund, weil Gekkabot dann gleich Level 10 ist. Also aber wirklich jetzt der letzte. Da, schon wieder so Zickzacks. Das ist furchtbar. Die Mistviecher sind wie eine Plage. Stellt euch mal vor, ihr habt 100 Marder im Rasen vor eurem Haus oder so. Das ist ja kaum 10 Meter von der Stadt weg, aus der ich gekommen bin. Bats! Ja, okay, ich glaube, an dir saugen wir noch mal ein bisschen. Nice. Okay, man kann nicht erwarten, jedes Mal eine Attacke zu erlernen, aber irgendwie vorher mit Ruckzuck gibt, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte mich schon fast gefreut, gleich nochmal eine zu haben. So. Und du lässt mich jetzt durch, weil das legendäre Pokémon jetzt weg ist, oder was? Ach so, das hat er die ganze Zeit schon gesagt. Habe ich irgendwie überlesen, dass es seine eigenen Spuren waren. Fantastisch. Ist in Ordnung, Junge. Da haben wir auch wieder... Wow! Wow! Ich will auch eins! Oh! Ihr seid gemein! What the? Das ist aufgetaucht, noch bevor ich hingelaufen bin. Ich konnte nicht schnell genug reagieren. Ist blöd gelaufen. Ich glaube, ich hätte schon länger hier hingehen sollen. Gleich erstes Pokémon ist das, was ich wollte. Bumble. Oh, nee, auf Level 2, du, das fange ich mir nicht. Das tut mir ja jetzt leid, aber... Gut, kann natürlich sein, dass das gleich wieder das seltenste Pokémon in diesem Gras ist. Dann habe ich jetzt ausgeschissen, weil ich es mir nicht gefangen habe, aber wir werden sehen. Komm schon, Brix, hau mir was raus. Gut, ich habe mich selbst mit Gläser genannt, aber für diesen Charakter irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin das so gewohnt. Ja, nee. Ich glaube, ich habe es tatsächlich verschissen. Ich glaube, jetzt kommt kein einziges Wumble mehr das ganze Spiel über. Wir werden sehen. Ja, komm her, du. Mehr KP. Genau, mach Heuler. Das ist das Richtige. Besser geht's nicht. Wham. So gefällt mir das. So, was wir jetzt machen werden, ist unser Pokémon wechseln. Weil wir wollen unser Pfiffchen trainieren, unbedingt. Und nach Möglichkeit auch unser weibliches Zickzack demnächst. Hätte vielleicht zwischendrin heilen sollen. Aber ich gehe so ungern ins Pokémon Center. Wir werden sehen, was passiert. Wenn es knapp wird, nehme ich mir einen Trank oder so. Dafür habe ich ja noch 4. Ich hätte wirklich dieses Wumpel fangen sollen. Das wird jetzt zur Lebensweisheit. Ach, wie schade. Mit einem Jauler kombiniert wäre es gegangen. Naja, gut. Ratsch, ratsch und weg ist er. Die Viecher regen auf, sind wie die Pest. Ich gehe jetzt erstmal zurück ins Pokémon Center und lasse meinen Viech heilen. Ich meine, was soll man machen? Oh Gott, Joy. Ja, ja, ist okay. Komm, allein schon der Name. Joy. Vergnügen. Schwester Vergnügen. Ich wusste schon immer, dass das Pokémon Center ein Freudenhaus ist, aber... Es ist doch ein bisschen zu offensichtlich. Okay, du bleibst zu Hause. Komm, verzieh dich. Ich will dich nie wieder sehen. Du hast mich enttäuscht. Du frisst nur meine ganzen Sachen. Und stinkst wie eine Sau. Ah.
Eine Sau im Team wäre jetzt auch nicht schlecht. Das wäre ja dann höchstwahrscheinlich ein Psycho-Pokémon. Wer den versteht, Respekt. So, du siehst mir wie ein Trainer aus. Warum schaust du mich jetzt schon an? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Alter? Der starrt mich jetzt schon an, also soll er auch jetzt schon mit mir kämpfen. Scheißkerl. Wow. Heftige Musik dafür, dass das so ein kleiner Pipifurz ist, gegen den wir da kämpfen. Donnerzahn, spüre meine Donnerzahn. Dun, dun. Oder erstmal in die Fresse tackling. Ja, wenn du meinst, das ist die korrekte Vorgehensweise. Wir beißen dich weiter mit Elektrizität. Haut dann schon. Ich frage mich, wie das funktioniert. Haben Pokémon, also die Donnerzahn beherrschen, haben die eine Batterie im Arsch oder... Ich kapiere das nicht so ganz. Ja, stell dir vor! Hättest du fleißiger trainieren sollen, ja, das stimmt. Hör mal! Du hättest mir vorher sagen sollen, dass du so stark bist. Ja, so gut, wenn man mir das noch nicht ansehen kann, dann also... Ne? Oh. Oh. Oh, come on. Ich war nicht mal nah dran. Ich weiß jetzt schon, dass mir diese Schleichfunktion dermaßen auf den Sack gehen wird. Die Möglichkeit, dass man sie hat, ist lustig, aber dass man sie nur für Pokémon einsetzen kann, also dass es der einzige Moment ist, wo es was bringt, ist ein bisschen traurig. Jawohl, Wampel. Darauf haben wir gewartet. Wieder Level 2. Willst du mich verarschen? Ah. Ja, okay. Komm. Scheiß drauf. War knapp. War aber geplant, dass es gerade so hinhaut. Also, her mit dem Viech, komm. Tschink, tschink, tschink. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Jawohl! Erstmal durch die Nacht rufen. Ich hab ein Wampel! Irgendjemand aus so einem Haus wird dann so zurückrufen. Halt die Schnauze, es ist 9:30, du Arsch! Oh. Ein Wurm, ja, das ist eine schöne Beschreibung. Nein, keine Spitznamen. Warum man einen das immer fragen muss, ich finde das so schade. Ich finde das schade, dass man seinem Pokémon nicht irgendwann nach dem Fangen einen Spitznamen geben kann. Das wäre doch toll, falls sich irgendwas ergibt. Ne? Spitzname, ich meine, woher soll ich einen Spitznamen für mein Pokémon wissen, wenn ich es fange? Oh nein! Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich bin schon wieder Detektiv! Ah! Detective Pierdo on the road! Double.